Liebe Geschwister, ich gehe davon aus, dass ihr, die den deutschsprachigen Islam bevorzugt, einige von euch nehmen weite Wege hierher, mehr als 50 Kilometer. Ich gehe gleichermaßen davon aus, dass ihr euch bildet und fortbildet und dass ihr wisst, was in dieser Gesellschaft los ist, was gesprochen wird und was geschrieben wird. Deswegen hört ihr auch Radio, übrigens ein wunderbarer Weg, sich ein klares und gehobenes Deutsch anzuwerben, falls man Migrationshintergrund hat oder auch keinen Migrationshintergrund und einfach nur als Urdeutscher sein Deutsch etwas aufpolieren möchte. Und ihr lest auch die Zeitung. Dazu gehört auch, dass ihr, außer ihr studiert, einschlägig, dazu gehört, dass ihr auch nicht die Bild-Zeitung lest, weil das verletzt unsere Ehre. Ja? Das verletzt unsere Würde, eine solche Zeitung zu lesen. Wir lesen die gehobeneren Zeitungen, stimmt's? Und diejenigen, die das von uns tun, und das sind wohl die meisten unter uns hier, denen wird nicht erspart geblieben sein, dass in den letzten Wochen diffamierend über das IIS sowohl in der Presse als auch im Radio berichtet wurde. Und dazu folgende Stellungnahme vom Vorstand. Der Vorstand des IIS befindet, dass vergangene Berichterstattung über den IIS e.V. aus rein journalistischer Sicht schwach ist und dazu auch diffamierend wirken möchte. Nicht diffamierend ist, es ist nur die Intention an sich. Und Allah Ta'ala bestimmt, wann was wie wirkt. Deutlich erkennen kann man dies daran, dass wir noch nicht einmal zu Wort kommen konnten. Man berichtet, aber ohne die Möglichkeit zu geben, dass man dazu Stellung bezieht. Scheut man etwa eine ausgewogene Berichterstattung und die Darstellung anderer Perspektiven? Warum nur? Ebenfalls sind keinerlei Verweise auf unsere Homepage gemacht worden, um den Rezipienten die Möglichkeit zu geben, sich selbst über den IS informieren zu können. Fakt ist, dass unsere Gemeinde, wie auch unsere Partner innerhalb des Dialogs und der sozialen Arbeit, uns und unsere Arbeit kennen und auch zu schätzen wissen. Dazu folgend unsere Referenzen, das ist wie gesagt schriftlich veröffentlicht, ab Montag wird es auch in unserer Homepage eingearbeitet sein und unsere Partner aus dem Dialog und aus der sozialen Arbeit haben sie bereits schriftlich erhalten. Unsere Referenzen könnt ihr übrigens auf unserer Homepage besuchen. Startseite, dann geht ihr auf den Verein und als Unterpunkt wird Referenzen aufgeführt. Für weitere Ausführungen sieht der Vorstand keinerlei begründeten Anlass. Gleichzeitig haben wir Verständnis für diejenigen unter unseren Partnern und Gemeindemitgliedern, welche meinen, dass man detailliert auf Diffamierungen eingehen muss. Für Interessierte haben wir deswegen im Folgenden der Darlegung eines unserer Freitagsredner Raum gegeben. Und das ist das, was ich jetzt nun vortragen werde. Die Stellungnahme des Vorstandes schließt damit, weiterhin für ein besseres Miteinander sich einsetzend, der Vorstand. Die, wie gesagt, schriftlich erhältliche Stellungnahme enthält die Quellen und enthält die Belege. Ich aufgrund der Zeit werde mich auf die Hauptaussagen dieser Stellungnahme nun beschränken müssen. Zum einen halten wir fest, dass islamfeindliche Berichterstattung auch zu Islamfeindlichkeit in der Bevölkerung führt. Dazu haben wir hier beispielsweise zwei Bücher, die wir im Infoladen verkaufen. Einmal Antisemitismus und Islamophobie, ein Vergleich, und die Darstellung des Islams in der Presse. Sprache, Bilder, Suggestionen, eine Auswahl von Techniken und Beispielen. Wie auch weitere Bücher für diejenigen, die sich darin nochmal vertiefen wollen. Und Rassismus und Islamfeindlichkeit ist nicht nur ein Phänomen unter den sogenannten ungebildeten, sozial schwachen Schichten, sondern es ist eben auch angesiedelt in den sogenannten Eliten unserer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass es drei Gruppen unter den Muslimen gibt. Eine Gruppe von Muslimen, liebe Geschwister, die sich zurückzieht aus Öffentlichkeitsarbeit, aus sozialer Arbeit, die einfach nur ihr Leben leben. Ohne ein aktives Element in dieser Gesellschaft zu sein, ohne Begegnungsarbeit zu betreiben, ohne Aufklärungsarbeit anzugehen. Und diesen Gemeinden kann man dann wiederum vorwerfen, oder ihnen wird vorgeworfen, nicht von meiner Seite, dass sie eine Parallelgesellschaft bilden. Als ob es sie nicht schon geben würde, zu Genüge. Es sind vor allem die Reichen, die Eliten, die ihre Parallelgesellschaften für sich beanspruchen und auch verteidigen, wenn es darum geht, dass andere Gruppen in der Gesellschaft ebenfalls ein Stück vom Privilegienkuchen haben wollen. Das nebenbei bemerkt.
Und die andere Gruppe unter Muslimen, sie geht auf diese Provokation auch mit anderen Provokationen ein. Und lehnen sich auf, rebellieren. Ja? Und diese wiederum werden dann von einigen aus der Politik und einigen aus der Presse zum Anlass genommen zu sagen, ah, guckt, seht ihr, wir haben es doch gesagt, die sind aggressiv und die wollen kein Miteinander und. Das heißt, die einzig sinnvolle Lösung ist, liebe Geschwister, dass Muslime sagen, gut, wir nehmen diese anstrengende Arbeit auf, wir betreiben Begegnungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Dialog, wir versuchen eine Rolle zu spielen in dieser Gesellschaft, auch in der sozialen Arbeit, in der Bildung, in der Erziehung, im Miteinander. Natürlich geht es mit Anstrengungen einher, aber das ist im Moment unsere Aufgabe, weil es ansonsten nicht besser wird. Wie können wir als Muslime uns beschweren? Ah, guck, die berichten über uns schlecht, aber die kennen uns ja gar nicht. Ja, und dann, wenn man kennengelernt werden möchte, wenn es Anfragen gibt, ah, können wir mal eine Moscheeführung machen oder können wir uns mal mit euch treffen, ja, dann lehnt man ab. Das passt auch nicht zusammen. Dann soll man es auch lassen, sich zu beschweren, wenn man keinen Beitrag leistet, um es besser zu machen. Und es gibt so eine ganz interessante Kritikpyramide. Die schwächste Stufe, auf der man als Muslim stehen kann, ist, dass man gar nicht kritisiert, weil einen auch nichts irgendwie bewegt oder angeht. Und der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich nicht um die Angelegenheiten der Muslime kümmert, der ist nicht von uns. Warnend, aufweckend, nach dem Motto, kümmert euch. Und dann gibt es diejenigen, die kritisieren, aber ohne Wissen und ohne Erfahrung. Der stärkste Muskel bei diesen Menschen ist die Zunge. Und dann gibt es diejenigen, die kritisieren aufgrund von Wissen und aufgrund von Erfahrung, aber ohne Lösungsvorschläge zu bringen. Und dann gibt es solche, sie bringen auch die Lösungsvorschläge, aber sagen, ja, ich kann da nichts ändern. Sucht ihr Manpower, Frauenpower, Gelder, Ressourcen und macht das. Und die Besten sind diejenigen, die kritisieren aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Wissen und die Lösungsvorschläge mitbringen und die gleichzeitig sagen, und ich packe damit an. Und die Allerbesten von denjenigen, das sind die Motoren. Nicht nur diejenigen, die mit anpacken und die ständig eine Erinnerung brauchen. Bruder, hast du dies gemacht? Schwester, hast du dies schon erledigt? Ah, Entschuldigung, ah. Sondern die sind der Motor dahinter. Und diese Gemeinde, sie versucht, ein solcher Motor zu sein. Über unsere Grenzen des Gallus hinweg. Und dabei brauchen wir Unterstützung, liebe Geschwister. Das heißt, wir können uns nicht über das Schlechte gegeneinander aussprechen und dies kritisieren, wenn wir nicht gleichzeitig sagen, liebe Gesellschaft, wir sind bereit, dies mit euch anzupacken. Die Schwierigkeit ist jetzt nun, dass wenn es Presseberichte gibt oder Medien im Allgemeinen, die dann gegen solche Institutionen wie das IS arbeiten, diffamierend, dann wirkt das verunsichernd auf Leute, die mit Muslimen zusammenarbeiten wollen. Die sagen, okay, vielleicht mit denen, die sind uns ein bisschen zu, ja, extrem, radikal, gefährlich, die wollen nicht wirklich ein Miteinander. Und dann gibt es diese wertvolle Arbeit nicht. Versteht ihr? Das heißt, die Presse hat eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung. Wo ich wieder beim ersten Punkt bin, dass islamfeindliche Berichterstattung führt auch zu Islamfeindlichkeit in der Bevölkerung. Und was wir einzig nur tun können, liebe Geschwister, ist weitermachen. Da haben wir gar keine Option, weil dies ist ein Befehl von Allah Ta'ala. Dies ist keine Wahl, der wir uns entziehen können. Gut, bisher, liebe Geschwister, haben wir damit gelebt, dass wir ignoriert werden oder abgewiesen werden, wenn es darum geht, positive Themen in die Presse mit reinzubringen. Und wir haben damit gelebt, dass uns ständig Negatives angeboten wird. Und jeder Mensch kann das verstehen. Wir als Organisation haben kein Interesse daran, ständig uns distanzieren zu müssen.
Das an sich ist schon ein Problem. Und ich gebe euch ein ganz spezielles Beispiel. Stellt euch vor, ich spreche euch jetzt an, ich spreche euren Vornamen, euren Nachnamen an und eure Adresse und eure Eltern und wo ihr arbeitet und wo ihr studiert und wo ihr eure Hobbys betreibt. Und dann sage ich, diese Person ist kein Kinderschänder. Und diese Person hat keine Steuern hinterzogen. Und ich mache eine Plakataktion und gebe aus für Fernsehwerbung. Würdet ihr euch freuen? Würdet ihr euch freuen, zu hören, ihr seid kein Kinderschänder? Ihr seid kein Steuerhinterzieher? Oder würdet ihr sagen, ja Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Weil das natürlich dazu führt, dass einige Leute sagen, ja Moment, warum gibt es denn so eine große Distanz, so eine große Distanzierung davon? Vielleicht ist da ja doch was dran. Ja, wo Rauch ist, ja, da ist bestimmt auch Feuer. Ja? Und dem versuchen wir, ein Ende zu bereiten. Deswegen schlagen wir ganz andere Themen auch vor. Ein Beispiel, oder Beispiele werden auch im Weiteren folgen. Wir haben auch bemerkt, dass die Medien selten sich selbst kritisieren und sagen, auch wir sind islamfeindlich. Und das sind ja Dinge, die sind dokumentiert in der Wissenschaft. Das ist ja keine Sache, die ich jetzt irgendwie hier herbeizaubern möchte. Damit haben wir auch bisher gelebt, damit mussten wir leben. Und dass Quellen nicht kritisch hinterfragt werden. Ja, wenn es kritische Quellen gegenüber Islam und Muslime gibt, da ist alles willkommen. Alles willkommen. Gibt es ein ganz interessantes Buch darüber, das heißt Das Schwert des Experten. Das Schwert des Experten. Ja, weil wird immer gerne vom Schwert des Islams gesprochen. Und es befasst sich mit dieser Thematik, ja, dass da Hinz und Kunz ja, auf einmal Islamexperten werden. Damals hat man gesagt, wer nichts wird, wird wird. Im Sinne von, er öffnet eine Kneipe. Heutzutage gilt, der nichts wird, der wird Islamexperte. Ihr alle könnt Islamexperten sein. Und ihr kriegt Geld und Referentengehälter und einen Ruf etc. Ja? Das ist kein geschützter Begriff heutzutage. Wie, weiß ich nicht, Astrologe und astrologische Beratung. Das kann jeder für sich behaupten. Und weiter, und das tut so ein bisschen weh, oft werden wir angefragt, schriftlich, persönlich, telefonisch. Und wir sagen, okay, was wir nun machen, wir versuchen aufzuklären. Wir nehmen einige Themen auch an, auch wenn sie uns nicht so als ideal erscheinen. Aber dass wir auch etwas anderes auf den Markt bringen können. Beispielsweise eines der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, sehr bekannten, ich wette, dass ihr diesen Fernsehsender auch kennt. Er fragt uns an zum Thema Beschneidung, ob ich einen von euch den liefern kann, ausliefern kann, in Anführungsstrichen, ein bisschen Spaß muss sein, ja, der von seiner Beschneidung berichten kann. Dann kann ich mir die Berichterstattung schon vorstellen. Könnt ihr euch auch schon vorstellen. Was ich gemacht habe, ich habe gesagt, wir können ein theologisches Gutachten Ihnen geben, und zusätzlich von unserer Situation sprechen, dass die Beschneidung in den ersten Wochen des Neugeborenen stattfindet. Und dass dieses Ritual kein islamisches ist, dass man irgendwann dann viele Jahre später, wenn man bewusst ist, diese ganze Tortur über sich ergehen lassen muss. Das ist nicht vom Islam, liebe Geschwister. Das sind Kulturen. Okay, und dann können wir auch im Rahmen über diese Kulturen, über dieses Phänomen sprechen. Aber der Islam, liebe Geschwister, bejaht dies nicht. Und das habe ich denen geschrieben. Und dann am Ende wurde davon nichts verwertet. Weder das, was ich ihnen schriftlich habe zukommen lassen, noch wurden wir interviewt. Stattdessen wurden solche Leute geholt, die in dieses Konzept reinpassen und hiervon berichten. Und der Bericht, er redet davon, dass Muslime die Beschneidung verlangen und spart teilweise aus, dass Juden auch dieselbe Auffassung haben. Und ich habe den geschrieben, ich frage mich, warum? Der Bericht sparte auch aus, dass auch Kinder, die getauft werden, in dem Moment auch nicht nach ihrer Meinung gefragt werden, weil das auch eines der Kritikpunkte gegenüber der Beschneidung gewesen ist. Vor wenigen Tagen, ist kein Monat her, wurde ich angerufen, ich habe circa 15 Minuten am Telefon verbracht und das ist ja auch meine Zeit, ja, zum Thema Ehrenmorde im Islam eine Stellungnahme zu geben. Und darauf aufbauend, ob die dann halt auch herkommen und filmen. Ja, das heißt, man sucht sich vorab aus, was man berichten möchte. Man selektiert. Und ich habe drei Hauptaussagen belegt.
Erstens, der Islam kennt keinen Ehrenmord und keine Selbstjustiz. Punkt. Zweitens, ähnlich gestrickte Mordfälle, die von Urdeutschen, autochthonen Deutschen begangen werden, da stellt man diesen Zusammenhang nicht her. Ja, man konstruiert einen Zusammenhang künstlich zwischen Islam und Ehrenmord, aber dasselbe macht man nicht in Deutschland. Gebt mal bei Google ein, Familiendrama und Eifersucht. Und ihr kriegt Fälle von Hans, von Dieter, von Detlef und Johannes und so weiter. Aber in keinem dieser Berichte wird von einem Ehrenmord gesprochen. Das habe ich bemerkt. Und zum anderen, dass das eben ein kulturelles Phänomen ist und das ist belegt durch Vergleichsgruppen. Das heißt, wir schauen beispielsweise in diesen anatolischen Raum und stellen fest, dass syrische Aramäer, ja, Christen, dieselben Schwierigkeiten haben, kulturell bedingt. Das heißt, aber die haben gar nichts zu tun. Und wurde darüber berichtet? Nein. Wurden wir aufgenommen? Nein. Damit haben wir gelebt. Und leben immer noch damit. Und dann wird es teilweise auch unverschämt. Einmal wurden wir angeschrieben, sehr geehrte Herren. Und dann anstatt mit freundlichen Grüßen ausgeschrieben, heißt es dann einfach nur MFG. Das ist nicht höflich, liebe Geschwister. Wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dann sucht ihr erstmal nach dem Ansprechpartner. Und ich habe diesem netten Herrn geschrieben, dass er offensichtlich nicht unsere Homepage besucht hat, weil hätte er unsere Homepage besucht, hätte er gesehen, dass Frauen auf allen Ebenen der Verantwortung aktiv sind. Im Vorstand, im Aufsichtsrat und durch die Aktivitäten hinweg. Und hätte man sich mit der Homepage beschäftigt, hätte man auch gleichzeitig den Ansprechpartner gefunden und man hätte ihn beim Namen nennen können. Ja, macht diesen Fehler bei der Bewerbung nicht. Schreibt nicht irgendwo hin, liebe Fraport, sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich um diesen und diesen. Nee, nein, ihr sucht nach dem Ansprechpartner und ihr beschäftigt euch mit dem Unternehmen. Ja? Dass ihr sagen könnt, ja, dieses Unternehmen interessiert mich, weil und so weiter. Und dann sagt der Chef, der hat sich mit uns auseinandergesetzt, ja? Der schreibt mit freundlichen Grüßen, Respekt, da kann man zum Vorstellungsgespräch kommen. Das habe ich ihm geschrieben. Und ich habe ihm abschließend geantwortet mit, in Klammern, ausgeschriebenen freundlichen Grüßen. Das ist nur so ein bisschen nebenbei. Dass ihr spürt, dass wir Muslime nicht auf Augenhöhe stehen gegenüber solchen, die diffamierend wirken möchten. Und ich habe ihm angeboten, über bestimmte Themen zu sprechen. Ja? Und er ist auf diese Themen nicht eingegangen. Und es sind sehr interessante Themen, brennend heiße Themen, liebe Geschwister. Beispielsweise können wir endlich mal mit diesem Vorurteil aufräumen in puncto zurückgebliebene, unterdrückte Frau im Islam. Und zwar mit lebendigen Beispielen. Wir können über Fair Trade sprechen. Wir sind Deutschlands erste und bisher einzige Moscheegemeinde, die Fair Trade Produkte verkauft und über dieses Thema aktiv spricht, übrigens bundesweit. Wir werden in Dortmund einen Vortrag halten, Ende des Jahres. Wir waren bereits in Solingen, wo auch der Bürgermeister Solingen dem Vortrag auch gelauscht hat. Und weitere Themen, die ich schon vorgeschlagen habe, die interessant sind für die hiesige Bevölkerung zu wissen. Allein, dass wir eine deutschsprachige Gemeinde sind, die diese ganze Vielfalt, die hier versammelt ist, eint. Sollte man nicht darüber berichten? Und der dieses Angebot nicht wahrnimmt, das zeugt doch auf eine gewisse Absicht, oder nicht? Einige schreiben über uns und die schreiben noch nicht mal den Namen unseres Zentrums richtig auf. Und schreiben Unwahrheiten und das sogar noch mit Rechtschreibfehlern. Und das merke ich nicht an, um zu sagen, ja, der kann doch nicht mal richtig schreiben. Ich selbst, und ihr kennt mich, wenn ich meine Texte schreibe, habe da noch Rechtschreibfehler drin. Und hier sitzen bestimmt 5 Leute, die mir bereits geholfen haben, einige meiner Texte rechtschreiblich zu korrigieren. Nein, das meine ich nicht. Aber ich will damit meinen, dass dies ist ein Zeichen dafür, dass man einfach so schreibt, und man macht sich doch nicht mal die Mühe, was jeder Student tut, den Text auszudrucken und nochmal neu durchzulesen, kritisch. Auf Rechtschreibfehler, aber auch inhaltlich. Und wenn man diesen kritischen Blick hat, dann macht man bestimmte Fehler nicht, liebe Geschwister. Gerade als Journalist, ja, der die Sprache bis zu einem gewissen Grad natürlich studiert haben muss. Und natürlich auch innerhalb des Unternehmens, ja, der Zeitung, für die er schreibt, auch einen gewissen Leistungsdruck hat. Aber das geht leicht, über Muslime diffamierend in der heutigen Zeit zu schreiben.
Gut, einige Dinge, liebe Geschwister, muss man auch beim Namen nennen. Wenn beispielsweise der Verfassungsschutz zitiert wird als Quelle gegen muslimische Gemeinden, dann muss man selbst mal den Verfassungsschutz ein bisschen untersuchen, liebe Geschwister. Gerade auch in Hessen, Stichwort NSU-Morde. Wusstet ihr, dass Andreas T., der bei dem Mord im Internetcafé anwesend war, aber von nichts etwas mitbekommen haben möchte. 2 Schüsse fielen in diesem Internetcafé und er hat sie nicht gehört und lief einfach aus dem Laden raus und die Leiche lag im Laden. Dass er heute noch als Beamter für das Bundesland Hessen arbeitet, heute noch. Und wisst ihr, dass er für 6 weitere Morde kein Alibi hat und dass bei einer Hausdurchsuchung eine abgetippte Version von Hitlers Mein Kampf gefunden wurde und ein Buch über Serienmörder. Und er arbeitet immer noch als Beamter und hat damals für den Verfassungsschutz gearbeitet. Wusstet ihr, dass in der Abteilung für Islamismus, die Islamismusbeauftragten, Worte gefallen sind, wie in der Presse berichtet wurde, die rassistisch und islamfeindlich sind, wie beispielsweise Ölauge oder Muselmann oder als man vom deutschen Volk gesprochen hat, es Herrenrasse nannte oder dass eine Miniaturfigur, ein Kreuzritter, auf dem Schreibtisch eines der Mitarbeiter stand, ein Schwert gehoben und gegenüber von dieser Miniaturfigur eine Moschee. Dort muss aufgeräumt werden, liebe Geschwister. Ich zitiere euch, und dieses Zitat ist kein Jahr alt, Beate Rudolph, und sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Und sie sagte am 6.6. in Karlsruhe letzten Jahres, die kommende Bundesregierung muss den Auftrag annehmen, den strukturellen Rassismus bei Polizei und Geheimdienst aufzudecken und anzugehen. Jürgen Miksch vom Interkulturellen Rat hat den Verfassungsschutz, und er kennt hessische Beispiele, auch dahingehend kritisiert, dass Muslime schnell beobachtet werden und sehr schnell in den Verfassungsschutzbericht mit aufgenommen werden, ohne dass dies wirklich den Tatsachen entspricht. Und es gibt Gemeinden und Organisationen in Deutschland, die bereits vor Gericht erfolgreich klagten. Dazu zählt die muslimische Jugend in Deutschland, wo Gerichtsurteile gegen den Verfassungsschutz gefällt worden sind. Ich habe ein Schreiben gelesen, liebe Geschwister, von einer Behörde, die Verantwortung dafür trägt, Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern. Und in einem dieser Schreiben wurde erwähnt, dass dieser Behörde mitgeteilt wurde. Ich frage mich von wem und vermute, dass das die Verfassungsschutzbehörde war, dass ein Imam am 14. August, dem Tag, wo 2600 Menschen am Maidan Rabia gestorben sind, aufgrund des Einschreitens der Militärregierung, dass dieser Imam dort an gewalttätigen Handlungen beteiligt war und seine Gewaltbereitschaft unter Beweis gestellt hat, dadurch, dass er dort im Protestcamp mit anwesend war. Natürlich ist das Schwachsinn, liebe Geschwister. Und natürlich hat dieser Imam auch vor Gericht Recht bekommen. Und seine Aufenthaltserlaubnis wurde auch verlängert. Aber das nur als weiteres Beispiel dafür, aus welchen Quellen sich der Verfassungsschutz speist. Das ist eine Vermutung meinerseits, die kann gerne widerlegt werden. Ich werde es genießen zu sagen, liebe Geschwister, ich habe einen Fehler gemacht in meiner Vermutung. Ich freue mich auf eine Distanzierung einer solchen Aussage gegenüber. Aber woher kommen sonst solche Sätze wie, dass die Protestierenden dort, die wie gesagt gegen einen Militärputsch protestierten, und zwar gewaltfrei. Woher kommen solche Aussagen, dass die an der Gewalt schuld sind oder dort Gewalt ausgeübt haben? Prüft die Aussagen der Politiker, auch der deutschen Politiker, gerade der deutschen Politiker, und prüft die Aussagen der Menschenrechtsorganisationen, und die weisen alle mit dem Finger auf die Militärregierung, dass sie die Hauptschuld zumindest trägt, wenn nicht die ganze Schuld.
Und das sind Informationen, die sind für uns wichtig, liebe Geschwister, sind aber auch für unsere Mitmenschen wichtig. Dass sie wissen, auf welcher Grundlage teilweise Kritik geübt wird und dass diese Grundlage selbst kritisiert werden kann. Und wir persönlich, wir haben nichts dagegen, in den Dialog zu treten, liebe Geschwister. Im Gegenteil, wir opfern sehr viel dafür, von unserer Zeit, von unseren Ressourcen. Und auch entgegen einer Menge Kritik aus der Gemeinde, und dazu werde ich später auch noch kommen. Von daher sind wir immer für Dialog offen und werden es auch weiterhin bleiben. Ich habe immer Schwierigkeiten mit der Zeit. Macht Dua, es geht ja auch um euch, dass ihr dann früher entlassen werdet, dass inshallah die Zeit gesegnet ist. Ich möchte nun gemäß dem Grundsatz, dass wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, dass auch drei weitere Finger gegen einen zeigen. Ich möchte auch ein wenig selbstkritisch in die muslimische Gemeinde sprechen. Wir haben über Diffamierungsversuche gesprochen seitens der Presse. Die Stellungnahme erwähnt auch einige politische Vorstöße bzw. einige Vorstöße von Politikern, einflussreichen Politikern. Aber es gibt auch Diffamierungsversuche unter uns Geschwistern. Und es gibt auch Rassismus unter uns als muslimische Gemeinde. Und das ist ein Punkt, den ich oft angesprochen habe, liebe Geschwister. Rassismus unter uns Muslimen, der lebt. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der Rassismus in der muslimischen Gemeinde zurzeit auf der Welt der stärkste ist. Wenn man mit mir darüber sprechen möchte ausführlich, kann das gerne tun. Nur hier ist die Zeit zu knapp und in der Vergangenheit habe ich bereits ausführlich über solche Themen gesprochen. Diffamierungsversuche, die über Kritik hinausgehen. Kritik, und darauf werde ich jetzt detailliert eingehen, ich möchte sie einteilen. Erstmal persönliche Kritik. Wenn ihr beispielsweise mit mir umgeht, ich bin ein Mensch, liebe Geschwister, ich bin nicht fehlerfrei. Und ich werde Fehler machen und ich habe Fehler gemacht und ich bin ein Mensch, genau wie ihr auch. Und man kann nicht immer perfekt handeln. Und es gibt Dinge, die ich bereue, die ich heute noch bereue. Einmal habe ich hier nach dem Freitagsgebet, war eine kleine Runde um mich herum und jemand hat um Hilfe gebeten. Und ich hätte ihn bevorzugen müssen. Aber stattdessen habe ich mit anderen Geschwistern gesprochen. Dann habe ich mich umgedreht, er war nicht mehr da. Das ist ungefähr ein Jahr her. Ich habe die Person immer noch nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn sie wieder zu mir kommt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, okay, er kann vielleicht warten. Er ist ein bisschen jünger. Und hier habe ich mit etwas Älteren teilweise zu tun und ich will ihnen keinen Disrespekt erweisen. Aber die Entscheidung war falsch. Wir sind Menschen, wir sind Personen. Auch Leute, die in der Dauer tätig sind, auch Gelehrte, haben menschliche Fehler, lieber Geschwister. Und das wird sich auch nicht ändern. Und da brauchen wir auch Verständnis als Gemeinde, ja, für solche Angelegenheiten. Bruder Hanif, ich möchte seinen Namen nennen. Vor 2 Wochen habe ich ihm hier an der Stelle gesagt, wir treffen uns im Hof. Er hatte seine Schuhe dort, ich habe meine Schuhe dort gehabt. Bis ich meine Schuhe angehabt habe, habe ich Hanif total vergessen gehabt, weil ich in anderen Gesprächen verwickelt war. Und er stand dann erstmal hier, ja. Das sind Dinge, die sind menschlich. Ständig vergesse ich Dinge. Bruder Abdul Hakim, mein Buch habe ich gestern hier vergessen. Sehr wichtiges Buch für mich. Trotzdem, ich habe es vergessen. Was ich hier alle schon in der Moschee gelassen habe. Computer, Handy, Schlüssel, alles Mögliche. Ja? Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und da braucht man ein Verständnis für solche Dinge. Dann wird auch hart kritisiert, und zwar diffamierend kritisiert, dass wir freundlich mit Nichtmuslimen umgehen. Dass wir überhaupt Umgang mit Nichtmuslimen haben. Und dass wir im Rahmen dieses Umgangs auch den Islam verraten würden. Liebe Geschwister, ich kann euch sagen, das ist Unsinn. Unsinn. Von vorne bis hinten. Und ich kann euch sagen, denkt logisch nach. Wenn wir einen Grundsatz des Islams geändert hätten, wir wären schon längst in der Presse. Wir wären schon längst berühmt gemacht worden von einigen, die eine Aufweichung vom Islam wünschen. Bruder Wahib hat mir vor einigen Monaten eine E-Mail geschickt. Wichtig, sprich darüber. Und an diesem Tag habe ich sogar 2 E-Mails zu diesem Thema bekommen. Ja, dass eine gewisse Rabia Müller, die geringfügige islamwissenschaftliche Qualifikationen nachweist, Ehen schließt, wo eine Muslimin einen Nicht-Muslim heiratet.
Ja, habt ihr schon mal von uns gehört, dass wir solche Dinge in die Gesellschaft hineintragen? Wenn ihr davon nicht gehört habt, dann ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass das einfach Quatsch ist, solche Anschuldigungen. In Bezug auf die Freundlichkeit. Erstmal, dass es überhaupt einen Umgang gibt zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Das sind Dinge, die könnt ihr im Koran nachlesen. Die müsst ihr im Koran nachlesen. Die findet ihr auch in der Sira. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Christen in der Moschee empfangen und sie haben in der Moschee übernachtet und hat 2-3 Tage mit ihnen über Isa alaihi salam gesprochen. Das ist, wie ist es erst, wenn wir dazu eingeladen werden, liebe Geschwister? Folgendes aus dem Koran dazu. Ja, Thema Freundlichkeit mit Nichtmuslimen. Wir befinden uns hier in einer Situation, des Friedens. Wir befinden uns hier nicht gerade im Krieg. Seht ihr alle aus wie Krieger? Wo sind denn eure Waffen? Habt ihr die mit den Schuhen draußen stehen lassen? Und in dieser Situation spricht Allah Ta'ala das Folgende. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah Ta'ala, er verbietet euch nicht, denen gegenüber, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpfen und die euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, dass sie ihnen gegenüber gütig seid. Und gerecht, Allah Ta'ala, er liebt die Gerechten. Antabarruhum. Birr, das ist ein starkes Wort. Wer mehr über dieses Wort lernen möchte, der möge diese Broschüre mitnehmen. Über das nachbarschaftliche Miteinander. Und er nimmt eine für sich mit und eine für seinen Nachbarn. Oder in seiner Schule, für seinen Lehrer, für seine Lehrerin. Das ist ein starkes Wort, was Allah Ta'ala in Bezug auf sich selbst verwendet, in Bezug auf die Eltern verwendet. Und da soll es uns verboten sein, freundlich gegenüber Nicht-Muslimen zu sein? Und was ist mit dem Vers, Al-Jaza'ul Ihsani illa al-Ihsan? Ist der Lohn für Güte ein anderer als die Güte selbst? Und ich stehe hier und ich bezeuge, dass es in dieser Gesellschaft Nicht-Muslime gibt, die sich mehr für die Belange der Muslime einsetzen, als viele Muslime, die einen großen Mund haben in Sachen Kritik, zusammengenommen. Es ist wohl die führende Kraft in Sachen, dass Lehrerinnen Kopftuch tragen dürfen. Das ist ein bekennender Christ. Und die Geschwister, die Notfallseelsorge und die Krankenhausseelsorge, die enorm wichtig ist, wäre vor 7 Jahren alle Beteiligten, als ein Bruder gestorben ist, bei dem Streit, der mit einem Parkplatzstreit anfing, hätte es dort eine Notfallseelsorge gegeben. Dann wäre vielleicht vor 2-3 Monaten der Bruder nicht ausgerastet, weil er dann bereits psychologisch betreut worden wäre in dieser Situation. Und diese Notfall- und Krankenhausseelsorge, liebe Geschwister, die ist getragen worden von unseren christlichen Mitmenschen. Es hätte sie nie gegeben, außer durch ihre Initiative. Und auch bis zum heutigen Tag sind es ihre Schultern, die diese Ausbildung tragen, teilweise sogar finanziell. Da zahlt die evangelische Kirche 6 Wochen Gehalt und stellt den Pfarrer dafür frei, dass er sich nur diesem Projekt widmet. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan, liebe Geschwister. Welchen anderen Lohn außer der Güte wollt ihr denn zahlen für die Güte? Es wird kritisiert, dass ich in der Kirche gebetet habe, muslimisch. Und übrigens an diesem Tag habe ich sogar ein Jalabiya angezogen. Obwohl ich kein Jalabiya-Typ bin. Aber weil ich die Muslime noch mehr repräsentieren wollte. Und wozu wurde ich eingeladen? Ich wurde eingeladen, Koran zu rezitieren. Und ich habe die Al-Fatiha gewählt, die Zusammenfassung des Korans. Und ich wurde dazu eingeladen, ein Bittgebet in der Kirche zu sprechen. Ja, ist das denn nicht ein Gewinn? Ich könnte die Logik verstehen, wenn jemand sagt, dass das umgekehrt nicht möglich wäre. Okay, lass uns drüber reden. Wobei es auch Situationen gibt übrigens, das könnt ihr bei Ibn Hisham nachlesen, falls ihr der arabischen Sprache mächtig seid. Das ist noch nicht übersetzt worden ins Deutsche. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese christliche Gesandtschaft, hat in seiner Moschee in Medina beten lassen, als sie beten wollten, Richtung Jerusalem. Viele Dinge, die uns unbekannt sind, liebe Geschwister, weswegen wir auch teilweise sehr, sehr engstirnig sind. Wala hawla wala quwwata illa billah. Etwas, was ich euch auch vorlesen möchte und auch Werbung machen möchte für ein großartiges Buch, Ash-Shifa von Qadi Iyad,
Das ist ein Meisterwerk, liebe Geschwister. Ein Meisterwerk, sehr wichtig. Wenn ihr den Propheten kennenlernen wollt, sallallahu alaihi wasallam, und lieben lernen wollt, dann holt euch dieses Buch. Es ist ein Geld wert. Gehen wir zum Kapitel. Ja. Das Handeln des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war stets richtig und angemessen. Und lesen wir, er zeigte seinem ungläubigen Widersacher ein freundliches Gesicht, in der Hoffnung, diesen für sich zu gewinnen, und war geduldig mit dem Unwissenden. Und weiter, und er überhäufte ihn, seinen Widersacher, mit Geschenken, um ihn dazu zu bringen, das göttliche Gesetz und die Religion seines Herrn zu lieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nutzte die gewaltigen Reichtümer, die Allah ihm zukommen ließ, um sie für sich zu gewinnen. Warum also auch nicht freundliche Worte? Warum also auch nicht freundliche Worte? Beantwortet mir diese Frage. Ich muss leider kürzen. Könnt ihr euch daran erinnern, als ich dazu aufgerufen habe, dass muslimische Familien sich dazu bereit erklären, muslimische Pflegekinder in ihre Familie mit aufzunehmen? Wisst ihr, was die Resonanz war? Praktisch? Siffer. Null, liebe Geschwister. Null. Und ich habe in Berlin jemanden kennengelernt, einen Araber, der den Nachnamen Jäger trägt. Jäger. Und ich habe das irgendwie so witzig gefunden. Ja? So, ach, subhanallah, dein Nachname ist Jäger. Ich habe gedacht, das ist irgendwie aus dem Arabischen ins Deutsche übertragen worden mit einer irreführenden Schreibweise. Wisst ihr, was er mir erzählt hat? Er hat gesagt, er wurde von einer deutschen Frau adoptiert. Nee, sein Vater wurde von einer deutschen Frau adoptiert und er ist Palästinenser. Wo sind wir? Ja? Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Eine weitere Kategorie, die ich aufmachen möchte. Kategorie, habe ich auch die Zeit dazu? Ihr müsst die Zeit dazu haben. Kategorie islamisches Recht. Eine Kategorie, weswegen wir schon für Ungläubige erklärt worden sind. Und sogar noch schlimmer, für Leute, die Hadithe erfinden und fälschen. Beispielsweise, als es darum ging, die mehrdeutige Frage zu behandeln, ob der Ramadan berechnet werden kann. Und wir den Hadith zitiert haben, den Bukhari und den Muslim erwähnt ist, dass wenn man den Neumond nicht sehen kann, möge man ihn berechnen. Berechnen. Da wurde mir vorgeworfen, schriftlich, ich habe diesen Hadith erfunden. Ich habe ihn erfunden. Natürlich, ich kenne seine Quellen. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass seine Quelle, die er hat, die ihm diesen Eindruck gegeben hat, diese Quelle lässt den letzten Teil vom Hadith weg, um zu beweisen, dass man den Neumond sehen muss. Weil der Hadith fängt hier an, wer den Neumond sieht, der soll fasten und wer ihn sieht, der soll sein Fasten beenden. Punkt. Und dieser Zusatz, der in Bukhari und der Muslim authentisch dokumentiert wurde, der wird von einigen Gelehrten auf ihren Homepages gerne ausgespart, weil dann, ansonsten hätten sie etwas zu erklären. Und das ist ein Feld übrigens, man entwickelt sich auch. Bruder Wahib, ich kann mich gut erinnern, wie er zu mir kam und gesagt hat, Bruder Mohammed, du hast damals auf dieser selben Kanzel gesagt, die Berechnung hat keine Grundlage im Islam. Und ich habe dem Bruder Wahib erklärt, Bruder, das liegt daran, dass ich vorher nicht mit der Beweisführung vertraut gewesen bin. Jetzt, wo ich mit der Beweisführung vertraut gewesen bin, sieht die Sache anders aus. Das heißt, man entwickelt und lernt auch. Und das gilt für die großen Gelehrten. Warum soll das dann erst nicht recht für Leute wie mich gelten? Dass man einfach aufgrund von neuen Informationen, neuen Belegen auch andere Auffassungen vertritt. Kurz unsere Methode, wenn es überhaupt möglich ist, zu erklären. Wir schauen uns in einer Angelegenheit alle Texte zum Thema an. Und dann studieren wir die Lage, in der wir gerade leben. Dann schauen wir alle Meinungen von den Gelehrten an zu diesem Thema. Ist es Konsens oder gibt es bereits mehrere Auffassungen dazu? Dann schauen wir die Zielsetzungen des Islams an. Was sind die Maqasid al-Sharia? Diesen Sonntag von 12 bis 8 gibt es ein Ganztagsseminar dazu. Meldet euch an, weil eine gewisse Gruppe ist mir unsympathisch. Diejenigen, die immer alles von mir lückenlos erklärt bekommen haben wollen. Und liebe Geschwister, das ist nicht effizient. Ich kann nicht jedem von euch 20 Anfragen im Monat eine Stunde beantworten. Da macht es viel mehr Sinn, wenn hier 100 Leute sind und sich mal 8 Stunden Zeit nehmen und am Ende gebildet rausgehen. Das ist Effizienz. Auch ich muss auf meine Zeit achten. Das ist eine Gabe, die nie wieder zurückkommen wird, liebe Geschwister. Und einige von euch laden mich regelmäßig dazu ein, im Hamsterrad zu laufen. Immer wieder von vorne, von vorne, von vorne. Quietsch, 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 quietsch.
Ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe Angst, bei Allah Ta'ala meine Zeit zu verschwenden in solchen Angelegenheiten. Deswegen bildet euch fort. Bildet euch fort. Und im Kontext unserer Lage bevorzugen wir die Auffassung, die begründet erleichtert. Die begründet erleichtert. Und dazu stehen wir. Ich möchte euch Beispiele geben. Texte an sich. Es gibt mehrdeutige Texte im Koran. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Und die geschiedenen Frauen sollen abwarten, 3 Perioden, ja, bis sie nochmal neu heiraten können. Dieses Wort Qur ist ein mehrdeutiges Wort. Abu Bakr und Omar haben gesagt, es bedeutet Blutung. Und deren Kinder, Aisha und Abdullah, möge Allah mit allen zufrieden sein, sagten, es bedeutet die Reinheitsphase. Aufgrund dessen, liebe Geschwister, ist die Meinungsverschiedenheit unter den Rechtsschulen präsent, die dazu führt, dass die Frau, die neu heiraten möchte, teilweise einen Monat später erst die Ehe schließen und vollziehen darf. Warum? Weil Allah Ta'ala mehrdeutig im Koran gesprochen hat. Das werden wir nicht ändern können, liebe Geschwister, weil Allah Ta'ala es so haben möchte. Manchmal ist der Text eindeutig, aber der Kontext ist nicht eindeutig. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, betet euer Asr-Gebet erst, wenn ihr das Gebiet der Bani Qurayza erreicht habt. Eindeutiger Satz. Nur der Kontext, in welchem Kontext? Im Kontext dessen, dass wir die Gebetszeit verstreichen lassen? Oder im Kontext dessen, dass wir uns beeilen? Ihr kennt das schon. Ja, die Propheten haben 2 verschiedene Meinungen gehabt und der Prophet hat keine von beiden kritisiert. Beides war richtig. Ja? Die Lagebeurteilung. Beispielsweise das bekannte Beispiel, Schweinefleisch essen ist verboten. Ab wann ist es erlaubt? Aufgrund einer Notwendigkeit. Was ist eine Notwendigkeit? Eine Notwendigkeit ist das, wenn es dir nicht erfüllt wird, bringt es dich an den Rand der Existenz oder es tötet dich. Nur wann ist die Lage eine wirkliche Notwendigkeit? Die 4 Rechtsschulen sind sich nicht einig, wann man Schweinefleisch essen darf. Wann diese wirkliche Lage eingetreten ist. Das heißt, manchmal gibt es auch unterschiedliche Interpretationen, was die Lage mit anbelangt. Wo es dann auch unterschiedliche Auffassungen letztendlich in der Gemeinde geben muss. Und die Lage ist sehr wichtig. Ibn al-Qayyim hat gesagt, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der Mufti, der einem Fragenden eine Frage beantwortet und er fragt ihn nicht, was ist seine Lage, woher kommst du? Der irrt, selbst wenn seine Antwort in Klammern oberflächlich, Klammer zu, richtig sein möge. Der irrt, die Lage musst du mit einbeziehen. Das ist Teil der Religion, liebe Geschwister. Ibn al-Qayyim hat weiter ausgeführt, hat gesagt, das ist eine Regel, die nicht von Ibn al-Qayyim, ich habe sie nicht von Ibn al-Qayyim gelesen, aber es ist eine bekannte Regel. Manche Notwendigkeiten werden wie Bedürfnisse behandelt. Ein Bedürfnis ist das, wenn es dir nicht erfüllt wird, macht es dein Leben schwer, aber dein Leben geht weiter. Beispiele aus der Sunna, die diese Regel unter den Gelehrten etabliert hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubte 2 Prophetengefährten, Abdurrahman ibn Auf, einer der 10, die das Paradies versprochen bekommen haben mit ihrem Namen. Er erlaubt ihm, Seide zu tragen. Und er war Mann. Und für den Mann ist es Seide verboten. Warum? Weil er unter einem Juckreiz litt. Hat dieser Juckreiz ihn an den Rand der Existenz gebracht? Ich habe viele Menschen mit Neurodermitis kennengelernt, liebe Geschwister. Deren Leben ging weiter. Aber trotzdem wurde dieses Bedürfnis wie eine Notwendigkeit behandelt und er durfte das Gebot oder das Verbot des Seidetragens war für ihn in dem Moment aufgehoben. Und er erklärte auch weiter, das, was aufgrund von sich verboten wurde, das wird nur aufgrund einer Notwendigkeit aufgehoben. Aber es gibt auch Gebote, liebe Geschwister in der Religion, das hat Ibn al-Qayyim belegt. Die sind nicht wegen an und für sich verboten, sondern wegen den Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Und er sagte, das, was verboten ist, wegen den damit verbundenen Konsequenzen, das wird gelockert und erleichtert aufgrund eines Bedürfnisses. Und ihr merkt schon, wow, das ist subhanallah. Das ist ein bisschen komplexer. Aber damit auch realitätsgetreuer, liebe Geschwister. Und damit ist unsere Religion auch effektiv, weil sie auf die Lage eingehen kann. Und dass Gelehrte dann dort Meinungsverschiedenheiten haben. Was ist jetzt ein Bedürfnis im Einzelfall, was es erlaubt, ein Gebot aufzulockern, weil es behandelt wird wie eine Notwendigkeit? Wann trifft die Notwendigkeit ein? Ja, am Beispiel dessen, dass die Gelehrten sich nicht einig sind, wann man konkretes Schweinefleisch essen darf. Ja? Das sind Punkte, da muss es verschiedene Meinungen geben. Und wir schauen auf das, wir konzentrieren uns auf das, was mit den Zielsetzungen des Islams einhergeht. Schaut euch mal unsere Fatwas an zum Thema Zusammenfassung der Gebete im Sommer.
und zum Thema Brechung des Ramadans. Da sind die Zielsetzungen des Islams mit ausschlaggebend gewesen dafür, dass man sich für diese Auffassungen, die wie gesagt im Bereich des Mehrdeutigen liegen, letztendlich dann auch entschieden hat. Wenn einige Leute von euch sich fragen, warum berichte ich öfters von Ibn al-Qayyim? Zwei Gründe, liebe Geschwister. Erstens, weil er ein Muhakkik war. Der hat nicht einfach nur blind gefolgt, sondern er arbeitete die Fälle neu auf. Und er erkannte an, dass es verschiedene Auffassungen geben muss. Und er nannte diese Auffassungen auch mit den Belegen, sodass jeder einzelne Vertreter mit dieser Belegführung zufrieden gewesen wäre. Um am Ende dann seine bevorzugte Auffassung kundzutun. Und da gab er sich sehr viel Mühe. Bei der Angelegenheit, was bedeutet Al-Qur'u, hat er 45 Seiten geschrieben, um am Ende zu sagen, ich bevorzuge diese Auffassung. Das sind Leute, die haben es sich nicht leicht gemacht. Und weil er auch die muslimische Gemeinde versöhnend entgegentrat. Aber das heißt nicht, dass alle Menschen fehlerfrei sind. Oder dass wir in irgendeinem Punkt, wenn es heißt, ja, warum erzählst du nichts Negatives über ihn? Er wurde doch auch kritisiert. Ja, er wurde sogar in Bereichen der nicht fundamentalen Aqida-Fragen. Gibt es einige Punkte, die sehr kritisch sind bei ihm? Der nicht fundamentalen Aqida-Fragen. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit, stimmt? Wollt ihr mehr davon hören? Da sind die Muslime auf einmal hellwach. Hellwach, erzähl mir mehr. Soll ich euch was sagen? Nö, erzähle ich euch nicht. Kümmert euch erstmal um die Basis der Religion, liebe Geschwister. Und das ist erlaubt für mich, darüber nichts zu erzählen. Das ist nicht, dass ich irgendwie Wissen zurückhalte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat im Interesse des Zuhörers Wissen zurückgehalten. Er war damit einverstanden, dass situativ Wissen zurückgehalten wird. Omar sagte, O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir allen Leuten erzählen, dass wenn sie La ilaha illallah sagen, ins Paradies kommen, auch wenn sie nur Iman so stark haben wie ein Atom, die werden die guten Taten sein lassen, die werden sich darauf verlassen. Und dem stimmte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu. Und es gab Prophetengefährten, die haben diesen Hadith erst kurz vor ihrem Tod erzählt, weil sie erstmal dieses Wissen im Interesse der Zuhörer zurückgehalten haben, aber dann kurz vor ihrem Tod Angst hatten, Wissen zurückzuhalten. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man die Leute zu etwas Wichtigerem hinweist. Der Beduine, der den Propheten fragte, sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Er gab diesen Beduinen nicht die Zeichen, die großen und die kleinen mit, wie er es anderen Prophetengefährten gegeben hat. Er sagte, was hast du dafür vorbereitet? Ja? Nicht immer mit weniger wichtigen Fragen sich beschäftigen. Beschäftige dich mit den praktisch wichtigen Fragen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. An den letzten Punkt noch anknüpfend. Wir müssen uns mit den Prioritäten zuerst befassen, liebe Geschwister. Es ist sehr wichtig. Und ich habe Geschwister kennengelernt, die über alle Grenzen hinweg Muslime kritisiert haben. Und dann am Ende mir offenbaren, dass sie gewisse Dinge gehört oder gelesen haben, die am Ende ihren Iman erschüttern. In Bezug auf die Authentizität des Korans, also auf Fundamente in der Religion. Und das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir wirklich diese Prioritätenorientierung in unserer Gemeinde auch brauchen. In Bezug auf dessen, dass ich gesagt habe, die begründete Erleichterung. Das ist, was sie bevorzugen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Bruder hat sich mir offenbart. Wir haben darüber gesprochen. Im Bereich der islamischen Unterhaltung gibt es Meinungsverschiedenheiten. Manche Gelehrte sagen, es ist verboten, dass ein Stand-up-Comedian so sagt, letztens war ich beim Arzt, letztens war ich beim Rechtsanwalt, letztens dies und jenes. Dabei war das gar nicht. Aber es gehört zu seiner Geschichte dazu, um eine Lehre auch, eine witzige Lehre rüberzubringen. Manche Leute sagen, es ist verboten, das ist wie eine Lüge. Das ist eine Lüge. Andere Leute sagen, nein, jeder weiß doch, dass das einfach nur die Verpackung ist. Und es geht um eine erzieherische Lektion. Und eine andere Frage, die ich mit einem Bruder einfach mal angegangen bin, wo ich sage, ja, die Gelehrten sind sich ja nicht mal einig. Aber es geht nur um die Konsequenzen. Es geht nicht um Texte an sich. Manche verbieten, manche erlauben. Er sagte mir, wenn dieser Gelehrte wüsste, der das verbietet oder der kritisch ist,
was wir Jugendlichen uns im Internet anschauen, der würde keine Angst mehr vor den Konsequenzen haben. Der würde sagen, schau dir das an. Ja, das ist wichtig für dich. Das stärkt dich. Das brauchst du. Ja? Wir leben in einer Situation, die erfordert Erleichterung, weil wir so an und für sich schon Erschwernissen ausgesetzt sind. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, nämlich Diffamierungen in den Medien und Islamfeindlichkeit in der Berichterstattung und auch in der Bevölkerung. Möge Allah Ta'ala diese Khutba gesegnet sein lassen und das Gewählte segnen und das, was ausgelassen worden ist, inshallah auch genauso segnen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, um seine Gnade. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Wadud, oh Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben. Oh Allah, bitte befreie alle Unterdrückten von ihrer Unterdrückung und bitte heile die Kranken und bitte erlöse die sich in Not Befindenden und lass uns einen Anteil haben, oh Allah, an deiner Hilfe. Lass uns Belohnung bekommen an der Vollendung deines Willens, oh Allah. Allahumma amin. Und bitte lass uns als Muslime sterben und lass uns von Tag zu Tag bessere Muslime werden, oh Allah. Und bitte helf uns, dein Licht zu verbreiten und ein Anlass zu sein, oh Allah, ein Mittel zu sein, deiner Rechtleitung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.